Ich hoffe, jeder nimmt seine Verpflichtungen ernst. Das muss perfekt werden. Lasst uns anfangen. Ihr zwei seid für die Getränke verantwortlich. Ihr, das zitternde Paar, Snacks. Luftballons. Hey Sammy, was hast du vor? Heute Abend steigt eine Puppenparty. Die allerbeste, wenn du es genau wissen willst. Aber haben wir genug Zeit, um eine Party zu organisieren? Keine Panik, meine Dame. Nichts geht schief, wenn ich mich darum kümmere. Alles ist unter Kontrolle. Na gut, dann weißt du bestimmt, dass schon einige Gäste hier sind. Du solltest ihnen also beim Auspacken helfen. Was? Ach du meine Güte. Wir haben noch nicht mal die Musik ausgesucht. Warte mal, hast du Auspacken gesagt? Sie haben Gepäck dabei? Naja, irgendwie schon. Und wir helfen ihnen beim Auspacken. Oh, Susi, ich glaube, ich hab's. Endlich. Dann lass uns gehen. Hallo, Leute. Heute haben wir ein super-duper interessantes Unboxing. Wollt ihr wissen, warum? Es ist die dritte Serie der Na-Na-Na-Überraschungspuppen. Heiliger Pimpom, Susi. Die dritte Serie? Oh, nicht. Als hätten wir gerade erst die letzten beiden ausgepackt. Was du nicht sagst, Sammy. Schaut, der Koffer ist anders. Er ist sehr schön lila. Funkelt wie ein Regenbogen. Und er hat diese süßen Hasenohren. Leute, gebt einen Daumen hoch, wenn ihr mir zustimmt. Hier steht 2 in 1 Überraschung. Genau wie sonst. Serie 3, ein flauschiges Täschchen mit einer Puppe drin. Ihrem Outfit und ihren Schuhen. Nichts Neues. Oh, sieht sie nicht süß aus? Was versteckt sie darin? Susi, warte. Schau dir den Aufkleber an. Wir wissen schon, dass das ein Hinweis für Puppensammler ist. Das stimmt, Sammy. Ist es eine Kuh? Interessant. Bekommen wir ein Cowgirl? Drücke hier, um die Box zu öffnen. Außerdem steckt hier hinten die Anleitung. Zu der kommen wir später. Komm schon, wir sind fast da. Lasst uns alles auspacken. Nichts vergessen. Leute, wenn ihr unser Unboxing der ersten und zweiten Serie verpasst habt, findet ihr sie auf unserem Kanal. Wow, Leute, schaut euch diese lila Tüte an. Sie sieht sehr vertraut aus, mit all den Bären, Hasen und Kätzchen. Und ihre Farbe ist herrlich. Jetzt nehmen wir den Strohhalm und voila! Komm schon, Susi, steck den Strohhalm rein und lass uns pusten. Was bist du doch nur für ein ungeduldiger Schleim. So, die Tüte sieht jetzt wie ein Ballon aus. Wir müssen an diese Papierstreifen ziehen. Sind alle bereit? Jawohl! Aufgeregt und komplett ausgerüstet. Ach ja, wir kennen das Konfetti schon. Aber es sieht immer wieder niedlich aus. Lass mich dir helfen, alles sauber zu machen, Susi. Jetzt ist alles sauber. Danke, Sammy. Ich mag es sehr, wenn du mir assistierst. Wir schneiden dieses Teil ab, damit wir die Überraschungen leichter herausnehmen können. Und endlich sehen wir unser erstes Playset der Serie 3. Die beiden Tütchen öffnen wir etwas später. Und der Katalog kann auch noch warten. Wow, schaut euch diese Tasche an, Leute. Es ist eine süße kleine Kuh mit winzigen Hörnern und einer kuhförmigen Haken. Toll! Außerdem funkeln ihre Augen. So etwas gab es in den anderen Serien nicht, stimmt, Sammy? Ja. Mach sie auf, Susi. Okay, okay. Ich öffne. Schaut, hier ist noch eine Box. Mal sehen, wer sich darin versteckt. Wir brauchen diese Box nicht, aber schaut mal, wie schön die kleine Puppe ist. Sie hat lange braune Haare und ihr Hut passt perfekt zum Kuhmotiv der Tasche. Hier sind sogar Hörner. Ihre Arme sind beweglich. Es wird einfach sein, sie zu verkleiden. Ob sie wohl ein Cowgirl-Outfit hat? Howdy. So, Leute, jetzt wissen wir, wer im Koffer mit dem Kuhaufkleber war. Es war irgendwie offensichtlich. Du hast recht, Sammy. Ich mag dieses Fragezeichen mit Ohren. Lasst uns das erste Tütchen öffnen. Also. Yay! Ich hatte recht. Diese Puppe hat Jeans-Shorts und eine rot-weiß karierte Bluse. Jetzt kommen wir zu ihren Schuhen. Na los, kommt raus, kleine Schuhe. Oh mein Gott, diese Cowboy-Stiefel sind so süß. Hier sind kleine Sonnenblumen drauf. Fantastisch. Ich gehe die Prinzessin anziehen. Susi, wie konntest du diese kleine Geburtskarte vergessen? Ups, mein Fehler. Ihr Name ist Annabelle Mouche und ihr Geburtstag ist am 29. September.
Ihr Motto lautet, sie sehen mich und sagen, hey Cowgirl, hey! Süßi, unsere erste Puppe ist fertig! Super! Diese Stiefel sind zum Laufen gemacht. Yeeha! Lass uns unsere süße Annabelle Moosh im Sammelheft abhaken. Ja, Sunny. Und wir wissen, dass die Aufkleber auf den Koffern zeigen, welche Puppe darin steckt. Warum packen wir sie nicht in der Reihenfolge aus, wie sie im Heft stehen? Dann bekommen wir als nächstes diesen kleinen Kerl, Jeremy Hobbs. Hier habe ich einen Koffer. Oh, das ist gut. Dieser Hasenaufkleber bedeutet, dass Jeremy Hobbs darin ist. Lasst uns etwas Magie anwenden, um die Verpackung loszuwerden. Jetzt kommt mein Lieblingspart des heutigen Auspackens. Aufblasen! Bitte lass mich das machen! Bitte sehr, Sammy. Und jetzt kommt der lustigste Teil. Wir öffnen sie ganz. Und schauen rein. Wow, dieser Hase ist regenbogenfarbig. Das ist so süß. Er passt zu jedem Rucksack. Seine Ohren sind so weich. Und, yep, dahinter ist der Haken, auch mit Ohren. Schaut euch das an. Der Reißverschluss ist im gleichen Stil. Sieh dran, Susi. Ich will endlich den Burschen kennenlernen. Was bist du für ein schönes Schleimhäschen, Sammy. Alles klar. Wow, Jungs und Mädels, das ist Jeremy Hobbs. Schaut ihn euch an. Seine Beine und Hände bewegen sich. Das macht mehr Spaß beim Spielen. Nehmen wir die Plastikfolie von seinem coolen Lederhut ab. Dann sehen wir ihn besser. Aber hallo. Oh, wartet, da ist noch mehr. Das ist eine goldene Schrift. Das bedeutet glücklich. Und schaut euch diese Ohren an. Unser süßer Junge hat rosa Haare unter der Mütze, diese coole Kette um seinen Hals und rote Boxershorts. Und schaut euch seine Tattoos an. Er liebt seine Mami. Und er ist ein glücklicher Pokerspieler. Fantastisch. Meinst du nicht, dass Pink süß sein kann, Susi? Natürlich ist es das, Sammy. Das habe ich nicht gemeint. Schauen wir mal, wann er geboren wurde. Also, aha, am 8. August. Und sein Motto lautet, ich bin so Bunny Spezial. Leute, ich bin echt gespannt, welches Auto Jeremy hat. Bis jetzt erinnert er mich an einen Biker. Daumen hoch, wenn ihr einverstanden seid. Hier ist ein rot-weiß gestreiftes Longsleeve mit einem Hip-Hop-Print. Und? Ich kann es nicht glauben. Er hat einen schwarzen Ledereinteiler. Mit goldenen Metallschlaufen. Cool. Der passt perfekt zu seiner Mütze. Probier das an, Jeremy. Das passt. Leute, ich kann mir kaum vorstellen, wie seine Schuhe aussehen. Ich schon, Susi, denn ich habe sie auch schon ausgepackt. Die sind unglaublich, Leute. Weiße Turnschuhe mit Häschenschwänzen und Köpfen an den Seiten. Oh, sieht aus, als ob Jeremy aus Kalifornien kommt. So cool. Hier ist ein zweiter Turnschuhkumpel. Dieser kleine Kerl ist ziemlich trendy, wenn man nach dem orangefarbenen Anhänger an seinem Schuh urteilt. Respekt! Jeremy Hobbs, abgehakt. Susi, ich glaube, diese beiden Koffer wollen die nächsten sein. Alles klar, Sammy. Hier haben wir einen Knochen und eine Fliege. Ich bin gespannt, wer da drin ist. Lass uns schnell machen. Boom! Jetzt kommt der interessante Teil. Voila! Und der zweite. Susi, sehe ich aus wie ein Schmetterling? Sammy, die Puppen warten schon. Schaut euch diese wunderbaren Hundetäschchen an, Leute. Oh, ich liebe sie. Das hier ist ein Dalmatiner. Und das hier ist wohl ein Pudel. Beide haben Haken und Reißverschlüsse in Form von Hunden. Ah, das stimmt. Wuff, wuff. Lass uns raus, lass uns raus. Okay, Puppen, ich lasse euch raus. Wow, Leute, ich weiß wirklich nicht, wo ich anfangen soll. Die beiden haben so schöne Kleider. Diese hier trägt auch eine Netzstrumpfhose. Und rote Handschuhe.
So glamourös. Schaut euch dieses kleine Muttermal an. Und ihr schwarz-weißes Haar. Sie erinnert mich an jemanden. Oh, sie sieht aus wie Cruella de Vil, Susi. Eigentlich heißt sie Dottie de Mil. Echt? Was für ein Zufall. Und diese langhaarige Brünette sieht umwerfend aus in diesem Kleidungsstück. Oh ja, umwerfend. Sie hat eine lila Mütze auf mit diesen winzigen Haarspangen, die an einen französischen Pudel erinnern. Ob sie wohl Französin ist? Schauen wir mal. Yep, Fifi le Fluff. Bonjour. Und ihr Motto lautet, süß, aber auch modisch. Tja, dachtest du, ich würde die Damen ohne Kleidung frieren lassen? Du bist ein echter Gentleman, Sam. Ich bezweifle, dass irgendjemand daran gezweifelt hat. Übrigens, habt ihr, meine Damen und Herren, schon unseren Kanal abonniert? Wenn ja, könnt ihr auf den Klingelknopf drücken, um keines unserer kommenden Videos zu verpassen. Cheerio! Leute, glaubt ihr das? Sie sieht total aus wie Cruella. Mit diesem schwarzen Kleid und diesem schönen Mantel im Dalmatiner-Stil. Ihre Schuhe sind auch schwarz, aber auf einem weißen Plateau. Ach, auch wenn Cruella eher ein böser Charakter war, mag ich Dottie de Mil. Und die französische Schönheit sieht so umwerfend aus in diesem Top und Rock. Schaut, es ist ein Pudel. Ich liebe diese Hundeliebhaber sehr. Lasst sie uns abhaken, Fifi und Dottie. Willkommen in der Familie. Okay, Leute. Wir haben noch zwei Puppen übrig. Ich habe eine Idee, Susi. Wie wäre es mit einer kleinen Challenge? Los geht's. Ich nehme eine von diesen. Und wir werden sehen, wer zuerst alles auspackt. Oh, dieser Schleim setzt seinen Ehrgeiz für seinen Sieg ein. Ich muss mich beeilen. Hey Susi, bist du noch nicht fertig? Sammy, ich habe es nicht geschafft. Du hast gewonnen. Ist okay, Susi. Es ist schwer, den Meister zu schlagen. Schau dir meine Puppe an. Während ich deine befreie. Du bist heute sehr großzügig. Und ihre Tüten. Oh. Leute, schaut euch diese Puppe an. Sie sieht unglaublich aus. Nicht nur ihr Haar ist blond, sie hat sogar glitzernde Strähnen. Unglaublich. Und ihr Hut. Ich liebe diesen Tierstil. Ich glaube, sie ist ein Jaguar. Zumindest sieht die Tasche, die sie dabei hat, danach aus. Lasst uns ihren Namen herausfinden. Jenny Jaguar. Ich kann, ich werde. Ende der Geschichte. Das ist bisher mein Lieblingsmotto. Wollen wir etwas Magie einsetzen? Oh wow, ihr Kleid ist so hübsch. Schaut euch diese Flamme an. Und dieser Gürtel passt perfekt zu ihrem Hut. Und sie hat diese fantastischen offenen Schuhe. Oh, ich möchte solche haben. Susi, ich ziehe Janne an und du enthüllst die letzte Puppe. Super, coole Idee, Sammy. Ich setze wieder Magie ein. Wahnsinn, sie sieht so rockig aus. Ihr Gürtel sagt Miau, genauso wie ihre Mütze. Sie hat eine goldene Kette und es gibt so viel Leder. Schaut euch ihr tolles honigfarbenes Haar an. Es ist so schön, es anzufassen. Ihr Name ist Sasha Scratch, Susi. Geht es nur mir so oder haben wir so etwas heute schon gesehen? Oh, du hast recht, Sammy. Die beiden müssen Geschwister sein. Schaut euch ihr Outfit an, Leute. Ein goldenes Top, ein schwarzer Lederrock, Netzstrümpfe und rockige Stiefel. Okay, Leute, wir haben all diese süßen Puppen ausgepackt. Kann jetzt die epische Party starten? Ja, Sammy, los geht's. Leute, es hat Spaß gemacht heute. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Yeah! Und verpasst nicht, was auf diesem Kanal noch kommt. Wir sehen uns bald wieder. Aber für jetzt, bye bye. Tschüss alle zusammen. Es ist Partyzeit.